Hi, hier ist Marc. Ja, heute ein neues Video und zwar zum Thema So lernt man den Bunny Hop. Ihr findet unten in der Beschreibung direkt auch den Link zum Online-Coaching. Da gibt es dann nochmal 8 Videos, die es hier nicht auf YouTube gibt, mit 8 Lektionen, wo ich euch Tipps gebe, die ihr einzeln üben könnt, um den Bunny Hop zu lernen. Und ich werde davon heute ein paar Sachen beschreiben, dass ihr gut schon mal üben könnt und euch noch weitere Tipps geben für eure Motivation und für eure Methoden, wie ihr da weiterkommt mit dem Bunny Hop. Ach so, falls ihr euch wundert über das Trikot, was ich anhab, ja, ist vielleicht schon auf meiner Webseite auch schon ein bisschen länger jetzt. Da seht ihr es. Ich mache auch weiter Mountainbike-Kurse, obwohl ich jetzt beruflich mehr bei Velo Total, also als Medienschaffender, als Redakteur, wie früher auch aktiv bin. Ja, als Familienvater ist das halt schon besser, wenn man auch Wochenenden mal frei hat. Und deswegen mache ich meine Kurse bei meinem guten Kollegen Daniel bei der Mountainbike-Schule Rockmartrail. Unten findet ihr einen Link, wo ihr da die Kurse findet in eurer Region, weil da gibt es in vielen Regionen, in ganz Deutschland auch Kurse. Wenn ihr den Link benutzt, bekomme ich auch eine Affiliate-Provision. Das heißt, weil ihr dann von meiner Seite gekommen seid und ihr müsst aber keinen Aufpreis zahlen. Nur damit ihr es wisst, so würde das funktionieren, wenn ihr den Link zu den Rockmartrail-Kursen klickt. Es gibt viele Videos, so geht der Bunny Hop und auch Tipps, so könnt ihr den Bunny Hop lernen. Heute mal wieder, auch nicht das erste Mal. Ich verlinke unter dem Video mal das Video, warum klappt der Bunny Hop nicht. Das waren dann so ein bisschen die Top-Fehlerbilder zusammengefasst. Und so lernt man den Bunny Hop, so könnt ihr es schaffen. Ich fange mit Punkt 1 an und zwar, ihr müsst es wollen, ihr müsst Tränen, Schweiß, Blut, alles investieren, viel üben. Und das ist nicht so ein bisschen, ja, sieht cool aus, ich übe das mal was und dann klappt das. Oh, funktioniert nicht, bin frustriert, das war's. Also ich kenne viele Leute, die jahrelang mit solchen Manövern nicht weiterkommen, einfach weil sie zu wenig üben. Punkt 1, übt viel und ich gebe euch jetzt Tipps, wie ihr das Ganze umsetzen könnt. Wie ihr aus vielen Videos schon wisst, ist der Bunny Hop ein komplexes Manöver. Sprich, man braucht ihn zwar häufig im Trail, aber er besteht aus mehreren Bewegungen, die man aneinander reiht. Und natürlich, wenn man irgendwie als kleines Kind schon angefangen hat auf dem BMX, kann es sein, dass man das intuitiv gelernt hat, dass man das richtig macht, dass man das jetzt umsetzen kann. Aber bei vielen ist es so, die haben später angefangen mit dem Mountainbike oder mit dem E-Mountainbike und wollen das jetzt lernen und merken, oh, sie haben sich mal angewöhnt, irgendwie das Rad hochzuziehen, aber das ist nicht der Bunny Hop, wie man ihn im Trail halt macht, in kleinen Versionen. Und deswegen trennt man die einzelnen Bewegungen, Vorderrad anlupfen, Hinterrad anlupfen, beides verbinden. Bei langsamem Tempo, das ist die sogenannte Wippe. Und aus der Wippe, wenn die gut sitzt, die komplette Bewegung, dann kann man hingehen und einen kleinen Bunny Hop draus machen. Bevor man dann im letzten Teil hohe Bunny Hops, wo man im letzten Schritt der Bewegung das Rad auch noch höher über Hindernisse bekommen möchte, vollzieht. Also sucht man sich eine freie Fläche, wo man niemanden stört, man Platz hat und schön ablenkungsfrei üben kann. Man fängt an mit dem Vorderrad anlupfen. Dabei ist es wichtig, dass man die Bewegung erstmal langsam durchgeht. Man steht erstmal ganz normal, groß, entspannt, aufrecht auf dem Fahrrad. Dann legt man sich runter, Arme und Beine beugen sich. Dann kann man den Lenker nach vorne schieben, die Arme strecken sich, der Körperschwerpunkt wandert nach hinten. Ja, das Ganze natürlich mit hängender Ferse. Fangt dann an, ruhig beide Bewegungen sehr schnell zu vollziehen. Erst zack, schnell runtergehen, den Schwerpunkt absenken und dann zack, den Lenker wegschubsen. Die Arme bleiben kurz gestreckt, bis das Vorderrad wieder aufkommt. Schon habt ihr den Manual-Impuls. Ja, in meinem Online-Coaching findet ihr noch mehr Tipps dazu. Trotzdem ganz wichtig, gerade für die Leute, die sehr groß sind oder ein kurzes Fahrrad haben. Es kann passieren, dass das Vorderrad überraschend hochkommt. Und deswegen lasst den Finger an der hinteren Bremse. Wenn das Vorderrad zu weit hochkommt, zieht ihr die Bremse. Wer das noch nie gemacht hat, kann das auch üben. Diesen Manual-Impuls und immer bewusst mit der hinteren Bremse ziehen. Ja, beenden, dann ist auf jeden Fall sicher, es sind schon genug Leute auf dem Rücken gelandet und haben sich wehgetan. Beim Hinterrad anlupfen ist es bei dieser Technik, die einen auf den Bunny Hop vorbereiten soll, eine sehr gute Sache, wenn man leicht hinten hinterm Sattel in der gebeugten Haltung erstmal anfängt, Fersen hängen, Arme sind gerade und man bewegt sich davon nach oben, die Beine strecken sich. Diese Bewegung habt ihr quasi in der Zeitlupe absolviert und könnt dann anfangen, es schneller zu machen. Wer noch gar kein Gefühl dafür hat, kann sich auch neben das Fahrrad stellen und mal springen. Es soll so eine Art Sprung werden mit Sprungkraft aus den Beinen und diese strecken sich dann. Ihr werdet merken, wenn ihr jetzt
die Pedale schon eingespannt habe. Ich werde mal ein Video verlinken hier, wo ich Tipps heute dafür habe, wie ihr das üben könnt, dass ihr die Pedale und die Füße schön verbunden bleiben, mit Flat Pedals auch. Dann funktioniert es, das Fahrrad, leichte Masse, dem Körper schwere Masse folgt. Auch bei der isolierten Übung Hinterrad anlupfen ist es wichtig, dass ihr es erstmal in Zeitlupe macht, dann könnt ihr schneller machen und dann könnt ihr auch die Federung nutzen. Das haben wir bei dem Vorderanlupfen gehabt. Wenn ihr schnell euch klein macht, dann wird die Federung komprimiert und das funktioniert jetzt auch beim Hinterradanlupfen. Ihr könnt aus der entspannten Haltung starten, euch kurz nach hinten zum Sattelende werfen und dann abspringen. Dadurch nutzt ihr die Federung. Ja, und diese isolierte, simulierte Übung soll quasi so wie nachher in der Gesamtbewegung sein. Deswegen macht es Sinn, auch so anzufangen. Wenn das Vorderradanlupfen mit dem Manual Impuls und das Hinterradanlupfen gut funktionieren, dann könnt ihr auch beides verbinden. Wichtig ist jetzt schon mal, filmt euch dabei, weil ihr werdet merken, oft habt ihr vielleicht alte Bewegungen, die sich da irgendwie mit reinschleichen und dann kann es sein, dass das ganze Ding nicht funktioniert, wenn irgendwo eine Baustelle ist, die das Ganze verhindert. Ihr könnt es im Freien machen, eine weiße Linie oder ein Stöckchen nutzen und dann euch klein machen, zack, Lenker wegschubsen, Schwerpunkt kommt nach hinten. Von dieser Haltung dann explosiv nach oben springen, die Füße sind eingespannt. Ja, diese Bewegung immer wiederholen, das ist die sogenannte Wippe. Ja, und die abfilmen, gucken, ob es gut läuft, dass ihr merkt, die Sprungkraft aus den Beinen wird genutzt. Und dann seid ihr schon mal kurz vorm richtigen Bunnyhop. Ihr habt die Wippe geübt, ihr habt das mit Videoanalyse mal angeguckt. Mit dem Handy geht das super easy. Im Online-Coaching von mir findet ihr auf jeden Fall auch noch mehr Fehlerbilder, wo ihr sagt, okay, da erkennt ihr schon, das ist ein typischer Fehler, das machen ganz viele. Und das könnt ihr in den ausführlichen Videos alles nochmal abchecken. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Und dann wird es darum gehen, das Timing weiter zu forcieren. Und zwar aus der Wippe, zack, Vorderrad geht hoch, zack, Hinterrad geht hoch, über ein Stöckchen zum Beispiel, eine noch dynamischere Bewegung zu machen und das Hinterrad über den Absprung mitzunehmen, während das Vorderrad noch kurz vor dem höchsten Punkt ist. Das könnt ihr machen mit einer kleinen Bewegung und dann werdet ihr merken, Schritt für Schritt könnt ihr diese Dynamik aufbauen und das Vorderrad landet zuerst. Man kann diese Bewegung dann auch Mini-Bunnyhop nennen oder Klein-Bunnyhop. Manche sagen Trailhop. Wenn ihr merkt, das Vorderrad kommt zuerst auf, dann habt ihr schon mal eigentlich alles richtig gemacht und das kann man gut anwenden und daraus kann man dann auch einen höheren Bunnyhop trainieren. Dafür ist es wichtig, den letzten Teil der Bewegung, wo man das Vorderrad über den Lenker noch nach vorne schiebt und das Heck weiter hochzieht nach dem Absprung, das Rad unter sich hochkommen lässt. Dafür nutzt höhere Hindernisse, die aber lose sind, wie zum Beispiel ein Schuhkarton, damit dann im Bein nichts passieren kann. Ich hoffe, ihr seid inspiriert, zieht euch Schienbeinschoner an, trainiert das Ganze mit System, wenn ihr den Bunnyhop wirklich können wollt. Ihr müsst nicht euer Leben lang üben, aber es wäre wirklich gut, mal ein paar Wochen, vielleicht auch zwei Monate intensiv zu investieren. Ich gebe euch gern in der Facebook-Gruppe Feedback von euren Aufnahmen im Online-Coaching. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.